Ja, herzlich willkommen zu Episode 8 von Eishockey Spezial, 100% Eishockey der Talk. Heute zu Gast Herbert Hohenberger, aber wir fangen erstmal mit dem Newsflash an. Fangen wir heute mit der DL2 an. Clark Breitkreuz wechselt aus Weißwasser nach Kassel. Machen wir auch weiter mit der DL2. Yannick Wenzel bleibt ein weiteres Jahr in Bietigheim. Kommen wir nun zu DL. Youngster Enrico Henriquez Morales wechselt aus Rosenheim in die DL nach Ingolstadt. Er hält eine Förderlizenz für seinen jetzigen Arbeitgeber Star Bulls Rosenheim. Laut einem Artikel der Rheinischen Post ist der Standort Krefeld gerettet. Ein Schweizer Investor übernimmt 80% der Anteile und rettet so den DL-Standort Krefeld. Ja, das war der Newsflash, kurz und knackig, so wie immer. Jetzt kommen wir zum Gespräch mit Herbert. So, ja, jetzt Herbert Hohenberger bei uns, Trainer der Selber Wölfe. Ja, es ist die Corona-Krise, die Frage stellen wir jedem zu Beginn. Wie gehst du persönlich damit um? Ja, wie gehe ich persönlich damit um? Natürlich hat es gerade uns im Eishockeysport hart getroffen, weil ja doch genau zur Absage der ganzen Spiele genau die Playoff gestartet wäre, hat es natürlich genau die Eishockey, speziell die Oberliga, wirklich hart getroffen. Ja, aber leider ist es so, wir müssen uns an den Regeln halten und solange sich alle an die Regeln halten, hoffen wir, dass wir das so schnell wie möglich für die neue Saison wieder in den Griff bekommen können. Ja, wie sehr schränkt es dich denn in deinem generellen Alltag ein, diese Krise? Natürlich schränkt es ein gewissermaßen ein. Ich meine, ich sitze hier in Hamburg und Gott sei Dank ist schönes Wetter, wo ich auf dem Balkon sitzen kann. Aber wie gesagt, man verlässt wirklich nur das Haus zum Einkaufen. Da treffe ich mich mit keinen Leuten. Also wie gesagt, wirklich sehr isoliert. Und ich glaube, wenn wir das alle befolgen, dann können wir das so schnell wie möglich auch die Verbreitung des Virus eindämmen. Ja, kommen wir jetzt mal zur abgelaufenen Saison. Du hast am Anfang der Saison in Halle trainiert. Wie kam es dazu, dass du nach Halle gegangen bist? Nach meiner Krankheit, wo ich in Dolch in Herne war, sind die Halle Bulls im Januar auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Interesse hätte, bei den Halle Bulls als Trainer zu arbeiten. Natürlich in der Situation, in der ich war, wo ich fast das ganze Jahr versäumt habe durch die Krankheit, schlägt man natürlich sofort zu, dass man am Ball bleibt. Es war für mich auch so ein Test, wie es mein Körper verträgt. Normalerweise sollte man nach Prostata-Operation oder Prostata-Sachen, Krebs, einmal eigentlich 2 Jahre in Frieden geben, dass der Körper sich erholt. Ja, aber wie man mich kennt, kann ich ja nicht ruhig sitzen. Und habe das Angebot angenommen. Wir haben die Mannschaft zusammengestellt über den Sommer. Und ja, es hat dort nicht sein sollen. Ich glaube nicht, dass der Start der perfekte Start war von uns, von dem Bulls. Es war mehr so ein Rollercoaster, up and down. Und dann bin ich dann gekündigt worden im, glaube Mitte
Oktober oder Ende Oktober oder so um den Dreh und bin ich halt gekündigt worden. Ja, es gehört zu unserem Business, wenn das nicht funktioniert und die Verantwortlichen glauben, dass das die Lösung ist, dann ist es so. Und man sagt ja, dann bist du ein richtiger Trainer, wenn du einmal gekündigt worden bist, und habe das auch schon hinter mir. Also ich hoffe, es passiert mir nicht mehr, aber da hängen so viele Sachen dran, dass man mit einem Trainer weiterarbeitet. Aber es ist so, ich habe es überstanden und Gott sei Dank jetzt eine neue Herausforderung bekommen. Ja, du schneidest das Thema gerade schon an mit der Kündigung in Halle. War das denn nur der sportliche Erfolg oder waren auch andere Gründe für die Kündigung? Also ich glaube, es war hauptsächlich der sportliche Erfolg. Sie waren einfach nicht zufrieden mit dem Verlauf, mit der Mannschaft, die wir zusammengestellt haben. Ja, man hat sich natürlich von Spielern auch mehr erwartet, dass die mehr oder einschlagen, ja, speziell offensiv. Aber wie gesagt, Tore schießen kann der Trainer nicht. Und wenn du, sagen wir so, zwei Spiele mit, glaube 58 Torschüssen zu 18 gegen und du verlierst, ja, ist natürlich der Trainer schuld. Es ist so gekommen. Sie wollten ein neues Akzent setzen. Ja, das muss man akzeptieren. Es ist leider so. Aber wie gesagt, es waren einige Spieler, haben nicht auf ihr Potenzial gespielt, was sie könnten. Ja, und so ist es halt. Wenn eine einschießen und du hinten, wie gesagt, 17 oder 18 Torschüsse gegen hast und kriegst 4 bis 5 Gegentore, ja, das ist das schwächste Glied, ist immer der Trainer. Und das ist halt so, mit dem muss man leben. Hätte man nicht gedacht, dass es dann so schnell passiert, aber es ist, wie es ist. Es ist, ja, ich lebe noch immer und mir geht's gut. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja, wie bewertest du jetzt deine Zeit in Halle, wenn du auf Rückblicken die kurze Zeit? Ja, wie gesagt, es war nicht einfach, auch für mich mit diesen renommierten Spielern, Hitli, Helms, Besuska, die Ausländer, Francis, Musenko, haben sich gleich am Anfang verletzt, die aber nicht fit. Also es waren schon einige Sachen, mit denen wir ja, kämpfen haben müssen. Sagen wir so, der Wagen ist wirklich nicht. Ja, es war auch ein Lernfaktor für mich. Ja, man will immer wissen, was macht der Trainer falsch oder was hat er falsch gemacht, dass er gekündigt wird. Ja, und ich habe daraus sehr viel mehr positive Sachen gelernt, als wie negativ. In der DEL und habe auch mit sehr guten Trainern darüber gesprochen. Und ja, sie waren auch, dass es so schnell gegangen ist, weil andere Mannschaften haben ja auch Kacke gespielt, aber es ist halt so. Aber ich habe mit ihnen positive Gespräche führen können, dass es eigentlich ein riesen Lernfaktor ist, wenn man einmal gekündigt wird. Wenn es ständig ist, ist es natürlich schlecht, aber einmal muss es überall sein. Und wie gesagt, ich habe mehr daraus gelernt, als wie nicht. Ja, wir haben ja gerade schon am Anfang angesprochen, dein neuer Arbeitgeber ist Selb. Was unterscheidet denn Halle und Selb? Ich glaube, auch von man selbst, da war jetzt zum Schluss nur ein Monat, aber ich glaube, was das unterscheidet ist, ich glaube auch die Mentalität. Ja, ich glaube, das ist einfach die Mentalität von den Bayern, oder ich darf in Selb nicht sagen, es sind Bayern, es sind ja Oberfranken und Franken, da muss man wirklich aufpassen. Und die Mentalität ist etwas lockerer, muss ich sagen. Die Spieler waren vom Spielerischen her schneller lernfähig, weil vielleicht kommen sie aus dem Süden, aus dem Juniorenbereich und genossen eine bessere Ausbildung als wie im Norden. Ja, die Leute sind einfach angenehmer. Es war wirklich sehr, sehr familiär in Selb, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich gleich von Anfang an wohlgefühlt. Das Management hat nicht viel reingequatscht. Ja, der Trainer ist der Chef und mit Kapitänen und mit den Führungen
quasi habe ich halt meine letzten 10 Spiele absolviert und waren auch wirklich auf einem guten Weg und haben wirklich in selbst zum Schluss hin auch wirklich Euphorie noch entfacht, auch wohl wir ja, nur den 8. Platz erreicht haben. Das war aber unser Ziel, die Playoffs zu erreichen und haben zum Schluss wirklich um die 2.500 Zuschauer gehabt. Ja, wie bewertest du die Zeit in Selb und wie kam der Kontakt überhaupt zu Selb zustande, dass du da jetzt gelandet bist? Ja, wenn man mal in diesem Trainergeschäft dabei ist, dann ist man auf so einem gewissen, auf einem gewissen Trainerrad drauf. Ja, das dreht sich immer wieder, und man sieht sich ja immer 2 bis 3 Mal in Oberliga, Süd, Nord, DL2, überall sieht man sich. Ist für mich ja, der deutsche Markt eigentlich viel besser wie der österreichische, dass man da viel mehr der Auswahl hat, ja, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Man hat mich im Dezember schon einmal kontaktiert, wo sie mit ihren alten Trainer nicht zufrieden waren. Dann hat man den alten Trainer weiterhin das Vertrauen geschenkt, den Henry Thom, und zum Schluss haben sie mich auch gefragt, ob ich nur die Saison fertig machen will, die 10 Spiele, ohne dass ich ein Jahr verlängere. Dann habe ich gesagt, natürlich, ich habe eh nichts zu tun, ich schaue mir das Ganze an, ob das Ganze zu mir passen würde. Ja, und habe mal nur für die restliche Saison unterschrieben und jetzt habe ich für ein Jahr verlängert. Ja, das wäre auch die nächste Frage gewesen, wie deine Zukunft aussieht, also in Selb, ob du bleibst, hast du jetzt gerade schon beantwortet. Hast du denn auch in diesem Zeitraum auch von anderen Vereinen Angebote bekommen? Es waren das eine oder andere Angebote aus Österreich da, sprich mit dem Verband was zu machen. Ich hatte wirklich auch ein gutes Angebot von der Stadt Villach, also von meiner Heimatstadt, aber nicht mehr mit Eishockey zu tun, sondern einen Job bei der Stadt, ja, den habe ich aber abgelehnt. Viele fragen mich, spinnst du, kannst du dann sicher einen Job bei der Stadt ablehnen, das ist deine Zukunft. Und ich sage, nee, ich will Eishockey-Trainer bleiben oder im Eishockey-Sport bleiben, da fühle ich mich wohl. Und haben mir letztendlich, und dank der selber Wölfe oder dem Management, mich dann für selbst entschieden. Ja, du sprichst es gerade schon an, deine Geburtsstadt Villach in Österreich. Gehen wir direkt mal über in die Karriere jetzt von dir. Geboren bist du in Villach, wie wir gerade schon gesagt haben. Dann 84, 86 hast du zwei Saison für die erste Liga gespielt für Villach. Wie bist du generell erstmal zum Eishockey gekommen und wie war es für dich, in der ersten Liga Erfahrung zu sammeln? Bei uns war früher das Eishockey ja nicht so, hatte nicht so einen großen Stellenwert. Bei uns war mehr das Skilaufen und im Sommer Fußball. Dann ist Eishockey ein wenig mehr in geworden, sagen wir mal so, auch bei uns in Villach. Mein Vater war dann Nachwuchstrainer in Villach, okay, gebracht, und irgendwann mit 13 oder 14 habe ich mich müssen entscheiden, ob ich Skiläufer wäre, Sommer- oder Eishockeyspieler, und habe mich dann für die etwas rauere Sportart. Gekommen, war dann relativ rasch im Profigeschäft tätig. Mit 16 Jahren hat dann irgendwo meine Profikarriere dann schon begonnen. Ja, 1986 ging es dann für dich in die große Welt. Du bist nach Kanada gegangen, in die OMGHL, zu den Hull Olympics. Also der Verein sagt, das sagen wir jetzt nicht viel. Wie kam es, dass du damals in die Minor Leagues nach Kanada gegangen bist? Es war so, eigentlich war unser Ziel, bevor ich nach Kanada gegangen bin, hatte ich ja 1,5 Jahre im Nachwuchs des EV Landshut gespielt. Ja, in Dings, eigentlich war das Ziel, dass du damals, hat es eine Regelung gegeben,
unter 18 Jahren, wenn du 3 Jahre im deutschen Nachwuchs spielst, zählst du als Eishockey-Deutscher. Und das war unser Hauptziel, das zu erreichen. Hätte ich in Österreich spielen. Der internationale Eishockey-Verband wollte das nicht. Die Österreicher haben sich unter Anführungszeichen aufgeregt, weil sonst wären die ganzen guten Österreicher eventuell auch nach Deutschland gegangen und Österreich hätte keinen Nachwuchs mehr gehabt. Also hat mich der internationale Eishockey-Verband gesperrt. Ja, ja. Und wollte aber nicht zurück nach Österreich. Mein Elternhaus, muss man sich so vorstellen, im ersten Stock haben immer Ausländer gewohnt. Von Villach. Ja. Und der Ausländer kannte den General Manager von der Hall Olympics in der Quebec Major Hockey League und sagt, nö, ich rufe den einmal an und fahre mal rüber für ein Tryout. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich pfeife auf Österreich, ich fahre mal rüber und probiere es dort. Und wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen und bin im Endeffekt eigentlich nur mit ein paar Schlittschuhe rübergefahren zum Tryout und ja, bin dann dort geblieben. Ja, 88, 89 bist du dann wieder in deine Heimat zurück. Warum zurück in die Heimat? Wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, es war mein Draftjahr für die NHL, ja, und mein Vater wollte haben, dass ich meine Lehre als Schreiner, die ich begonnen hatte, fertig mache, ja. Ganz Kanada hat gefragt, ob ich nicht ganz dicht bin im Kopf, du bist, das ist dein Draftjahr und du warst, ich war glaube ich gerankt in den Top 3 Runden. Ja, also relativ gut, weil meine Statistik sehr gut war als Offensivverteidiger. Eigentlich ein sehr gutes Gesamtpaket. Ja, mein Vater sagt, nee, du bleibst in Villach, bist Profi hier, machst deine Lehre fertig, das dritte Lehrjahr, ja, und dann kannst du wieder rübergehen. Und so ist das dann zustande gekommen, ja, weil man ja früher nicht so die Kontakte gehabt hat mit Internet, mit Telefonieren, sondern ein Festnetz und ein Fax. Und wir waren auch wirklich, ich war so ein Vorreiter des österreichischen Eishockeys, wie das Ganze ablaufen könnte, wenn man nach Kanada geht. Ja. Und so bin ich in Österreich geblieben, ein Jahr, das Jahr darauf wieder rüber. Leider habe ich dann mein Draftjahr aufgegeben. Natürlich wahrscheinlich auch einen Signing-Bonus, mit dem er mehr verdienen hätte können, als wir als Schreiner sein Leben lang. Aber ist so, der Vater war damals der Chef. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Es sind schon ein paar skurrile Geschichten dabei. Aber wie gesagt, es war, wie es ist und fertig. Ich habe auch in Villach ein gutes Jahr gehabt und war wirklich wie als Profi. Ich habe mein drittes Lehrjahr fertig gemacht. Ob man es jemals braucht, glaube ich nicht. Aber ja, in dem Jahr hast du auch noch für die BWM gespielt für Österreich. Wie ist denn so ein Ereignis für einen Spieler? Ja, natürlich, für die österreichische Nationalmannschaft zu spielen, war nicht nur für eine BWM, sondern auch immer ein Highlight. Ja, es ist für die Nationalmannschaft zu spielen, war immer gut, weil es ist das Aushängeschild. Eigentlich sollte die Nationalmannschaft das Aushängeschild sein für jedes Land. Ja, in Österreich ist es jetzt nicht mehr so, dass die Leute so hungrig sind für die Nationalmannschaft. Das ist etwas so eine Qual, dahin zu fahren. Wir sind gerne gefahren. Ja, die Erfahrung ist immer, war so. Bei einer BWM waren wir immer sehr die Favoriten. Ja, und dann ist man aufgestiegen in die A-Gruppe und hat man wirklich erst gesehen, was Eishockey bedeutet. Gegen die großen Nationen, wo du in 60 Minuten nicht oft den Puck siehst. Aber es ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er die Einberufung bekommt, dahin zu fahren, egal welche Nationalität. Ja, du hast es bereits gerade gesagt, du bist ja nach deiner Ausbildung wieder rüber nach Kanada, bist aber auch wieder genau zum gleichen Verein, zu den Hull Olympics. Wie kam das zustande, dass du wieder zum gleichen Verein gegangen bist? Ich spielte dort, also quasi, du kannst dort spielen 4 Jahre. Das war dann mein letztes Jahr für sie. Sie wollten mich unbedingt zurückhaben, also eine Art Führungsspieler, damit ich jetzt irgendwie noch meine Chance wahren hätte können. Also für den Draft war ich zu alt, aber ich wollte mich wieder
reinspielen, dass ich vielleicht irgendwo einen NHL-Vertrag bekomme als Free Agent oder irgendwo zu ein Trainingslager zu fahren können. Und das hat ja dann nach dem Jahr ja auch Gott sei Dank funktioniert. Ja, 1991 ging es für dich zu den Fredericton Canadiens in die AHL. Wieso der Wechsel? Und die Fredericton Canadiens waren das Farmteam zu dem Zeitpunkt von den Montreal Canadiens. Ich hatte ja einen NHL-Vertrag mit den Montreal Juniorenjahr. Also man spricht einen Zwei-Wege-Vertrag, NHL und Farmteam. Und so ist es quasi dann, man hat die ganze Vorbereitung mitgemacht in Montreal mit der NHL. Es war auch mein Juniorencoach von den Hull Olympics, der ist leider schon verstorben ist, der Pat Burns war dort ein Headcoach. Der hat gesagt, nee, das ist ein guter Junge, den wollen wir haben. Und war sehr lange auch in Montreal bei den Canadiens, also bei der NHL. Und bin zum Schluss gecuttet worden, dass ich dann ins Farmteam komme. Ja, von 1991 bis 1994 bist du dann wieder für 3 Jahre in deiner Heimat nach Villach. Wie kam es, dass du dann wieder nach Villach gegangen bist? Montreal, ich hatte einen 2-Jahres-Vertrag in Montreal, nur die Spieler in Montreal waren zu dem Zeitpunkt so gut, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Chance hatte, reinzukommen, ja. Mit Montreal hat mir so ausgemacht, ich kann dort im Farmteam zu spielen oder sitzen, oder man spielte nicht so oft, weil ja doch so viele Spieler an der Mannschaft sind, auch im Farmteam. Da habe ich gesagt, ich will spielen. Und sie haben mit mir einen Deal ausgemacht, ich kann. St. Louis Blues wollten mich haben, Montreal wollte ihm nicht gehen, aber sie haben dort Montreal gesagt, wir lassen dich zurück nach Österreich gehen, schauen, dass du dich dort entwickelst und dann sehen wir weiter. Und das zugestimmt an einem Wechsel zurück in die Heimat. Nicht woanders hin, also ein Trade oder ein Wechsel in der NHL. Ja, du hast 92 in der Zeit in Villach nochmal BWM gespielt, seit da in die AWM aufgestiegen, hast 93 und 94 AWM gespielt und hast sogar 94 die Olympischen Spiele für Österreich gespielt. Wie war das? Was ist das für eine Erfahrung, Olympische Spiele für Österreich zu spielen? 94 war ja was Erfahrung. Einfach nur einmal dabei zu sein für Österreich ist damals natürlich das Drumherum bei einer Olympiade ist ja nicht nur Eis, ja die ganze Sportwelt. Was jetzt Wintersport anbelangt, siehst du ja die ganze Sportwelt von Skiläufern, von Skispringern, von Biathlon, von Eis. War eine sehr große Erfahrung und hat sehr viel Spaß gemacht. Eishockey-technisch spielst du das Gute bei der Olympiade oder Olympischen Spielen ist, du kannst nicht absteigen. Weil immer um einen letzten und einen Platz, weil die anderen Nationen einfach mit vollem Power gekommen sind. Ja, im Zeitraum von 94 bis 98 hast du dann bei den Kölner Haien in der ersten Liga gespielt. Wieso der Wechsel an den Rhein und wie war die Erfahrung für dich dort? Der Wechsel an den Rhein ist so zustande gekommen bei der AWM in Bozen, 94 im Mai. Wir hatten aber schon Feldkirch 2 Freundschaftsspiele gegen Deutschland und da waren das Management auch von den Kölner Haien vertreten und sie sind auf mich durch gute Leistung und ich habe Thomas Bandl noch aus meiner Juniorenzeit gekannt, der was dort schon bei den Kölner Haien gespielt hat. Da habe ich gesagt, sie schauen noch einmal, wie ich bei der AWM abschneide in Bozen. Ich habe bei der AWM sehr gute Leistung gebracht. Wir haben auch gegen Deutschland uns sehr gut verkauft. Wir haben unentschieden gespielt. Und auch in dem Spiel habe ich ein Tor gemacht und das nicht weniger als wie beim Peppi Heiß, bei meinem Torwart, der Kölner Haie. Und anscheinend hat das gewirkt, wenn einer Peppi Heiß ein Tor schießt,
den müssen wir ja fast nach Vertrag geben. Und dann bin ich nach Köln, hat mich Köln eingeladen, haben wir mal die Stadt angeschaut und ja, Köln, die Kölner haben einen 5-Jahres-Vertrag hingelegt. Und als Österreicher zu dem Zeitpunkt noch als Ausländer, also damals hat es nur 2 Ausländer gegeben. Also da war der Serge Perez hin und ich waren wirklich nur die 2 Ausländer da. Ist das schon eine große Ehre, als Österreicher, als Ausländer bei den Kölner Haien einen 5-Jahres-Vertrag zu bekommen. Ich habe da nicht lang gefackelt, habe mal einen Anwalt drüber schauen lassen, wie der Vertrag so aussieht und man den annimmt und gesagt, ja, und deshalb habe ich natürlich sofort zugesagt. Ja, nach deiner Zeit in Köln bist du dann wieder für 2 Jahre wieder in deine Heimat nach Villach gekommen. Wie kam das wieder zustande? Das ist zustande gekommen dadurch, dass meine erste Frau ihren Job hat müssen wieder beginnen in Villach und wir nach Hause kommen wollten. Villach hat natürlich auch den finanziellen Rahmen für mich nach Hause und es waren andere Vereine auch sehr interessiert und wenn du in Köln spielst, bist du natürlich immer ein gefragter Spieler gewesen. Ich habe gesagt, nee, kommen wir mal nach Hause, dass wir das zu Hause alles klären, es waren ja 2 Kinder auch da und deshalb wieder der Gang. Und ja, waren immer gute Erfahrungen, auch in der Heimat, da waren wir immer nur Finale oder Meister. Ja, 2000, 2001 ging es dann für dich nach Augsburg. Wieso von deiner Heimat wieder weg nach Augsburg? Ja, eigentlich hatte ich in Villach einen 3-Jahres-Vertrag. Villach hatte ein wenig Geldprobleme und ja, angetreten, ob man nicht was mit dem Vertrag machen kann oder vielleicht am Wechsel mal kurzfristig. Zum gleichen Zeitpunkt war die AWM in Nürnberg und in Köln. Und damals kannte ich auch in Charlie Flieger auf den Augsburg Panthers und habe eigentlich nur als Spaß gefragt, ob er nicht noch für eine kommende Saison einen guten Verteidiger braucht. Da hat er mich so angeguckt und gesagt, ja. Und so ist das eigentlich irgendwie zustande gekommen, eher als Spaßfrage, weil Augsburg sehr nahe an Österreich war. Es ist nicht so weit weg und ich war ja zu dem Zeitpunkt auch alleine in Augsburg, war es nicht so schlimm, obwohl ich auch nach Krefeld hätte gehen können, überall anders hin. Aber habe dann ein Jahr noch für Augsburg entschieden und habe dort mal auch die erste Saison mit den Augsburg Panthers gespielt. Ja, danach bist du dann mal wieder in deine Heimat gegangen. 7 Jahre hast du dann aber in Villach verbracht und bist dort auch 7 Jahre lang Kapitän der Mannschaft gewesen. Wie war das Gefühl, in deiner Heimatstadt der Kapitän der Mannschaft zu sein und wieso bist du dann so lange in Villach geblieben? Ich glaube, es ist, warum so lange? Villach war immer zu der Zeit immer eine sehr, sehr gute Adresse. Es war meine Heimatstadt. Wir waren wirklich sehr erfolgreich. Ja, da hat es auch, wie gesagt, familiär, die Familie war da, Haus ist gebaut worden, alles war in Villach dann gut. Hat auch die DEL ist ein wenig abgeflacht, auch mit den ganzen EU-Ausländern und war auch nicht mehr so attraktiv zu dem Zeitpunkt, als wie es jetzt wieder ist. Und ja, die 7 Jahre waren für mich eine gute Zeit zu Hause. Man, als Kapitän wird man dann gewählt, weil einfach irgendwo das Aushängeschild der Mannschaft ist. Es waren nicht nur ich, sondern auch andere Jungs, aber die Jungs haben mich gewählt. Und so war ich halt dort ein Kapitän. Wir waren immer sehr erfolgreich mit Villach und deshalb auch so lange oder längerfristig dort. Weil Villach war dann wieder finanziell besser aufgestellt und ja, kann mich nicht beklagen. Ja, 2008 bis 2010 hast du für HC Innsbruck gespielt. Wieso ging es von Villach wieder nach Innsbruck? Ja, ich wollte, bevor meine Karriere
dann nach 26 Jahren zu Ende ist, irgendwas anders noch sehen in Österreich, außer Villach. Und Innsbruck war interessiert an mich, wollte wissen, ob ich nicht einmal für ein, zwei Jahre nach Innsbruck spielen kommen könnte, weil es doch was anderes ist. Man kann die Person Herbert Homberger in Österreich gut verkaufen und. Also Innsbruck war interessiert an mir. Also ich wollte einfach nur mal was anderes in Österreich sehen, wie andere Mannschaften arbeiten, nicht nur Villach. Ja, in der Saison 2010, 2011 bist du dann in Innsbruck als erstes Mal nicht am Eis gewesen, sondern bist General Manager laut Statistik geworden. Warst auch Assistant Coach der zweiten Mannschaft und auch Spieler der zweiten Mannschaft. Wie kam diese Konstellation zustande? Da war quasi nach 26 Jahren, habe ich dann meine Karriere in Innsbruck beendet. Ich wollte dann so reinschnuppern in das Eishockey-Geschäft, war quasi so eine Art Assistent der Geschäftsführung. Hatte dann einige Aufgaben bekommen, sprich Eiszeiten für Nachwuchs, Co-Trainer der U20-Mannschaft und habe noch ein wenig in der Tiroler Liga mitgespielt, weil da hat es keine Altersbegrenzung gegeben. Ich war dort gemeldet, so wenn einmal Not am Mann ist, dann ziehe ich noch einmal meine Schlittschuhe an und spiele einfach mit. Ich war ja noch immer in sehr guten Shape und deshalb habe ich ein paar Spiele dann quasi für mit der U20 in dieser Tiroler Elite-Liga absolviert. Aber mehr oder weniger war dann meine aktive Karriere zu Ende und wollte einfach so reinschnuppern in diese Arbeit, was hinter den Kulissen einer Mannschaft vor sich geht. Ja, 2011, 2012 ging's für dich dann nach Nürnberg zu den Ice Tigers als Co-Trainer, hast aber währenddessen auch noch die U18 als National-Co-Trainer, sag ich mal, begleitet. Wie ist sowas als Co-Trainer, das erste Mal an der Bande zu stehen? Es war sehr, sehr interessant, dann gleich zu einer DEL-Mannschaft zu kommen, dass man dann sieht, wow, wie professionell das hier abgeht. Mein Freund Peter Dreiseitel hat dort, glaube ich, einen Headcoach abgelöst, der was vorher da war, und war auf der Suche nach einem Co-Trainer. Zu dem Zeitpunkt war ich in Graz, habe gesagt, du musst das hier schnell klären, und dass ich dann gehen kann. Und dann war ich beim Dreiseitel, glaube ich, 6 oder 7 Monate als Co-Trainer tätig. Aber auf Top-Spieler, ganz anderes Umfeld, professionell, Betreuer, Ärzte, also wirklich war sehr gut, es war eine sehr gute Erfahrung für mich, wie halt Betrieb auf dem höchsten deutschen Niveau aussieht, und wie gesagt, ich habe von den Sachen alle nur profitiert. Ja, in der Saison 2012, 2013 warst du dann U8-Nationaltrainer von Österreich und bist dann aber auch Co-Trainer in der ersten Liga bei Graz gewesen. Wie kam es, dass du dann von Nürnberg nach Graz gegangen bist, und wie kam es, dass du U8-Nationaltrainer wurdest dann? Das mit den Nationaltrainern ist so erklärt, meistens gibt es da ein Sommercamp vor der Meisterschaft, dann gibt es in der IHF-Break im November ein Turnier. Ja, und meistens ist immer bei der U18 nach der Saison, so im März, Anfang April, diese WM. Also man hat das sehr gut vereinbaren können mit dem Verein. Wie gesagt, von Nürnberg dann zu den Graz Nationalen als Co-Trainer war perfekt für mich, obwohl ich auch schon in Österreich war mit der U18-Nationalmannschaft, wo ich dann Headcoach war. Ist das alles gut vereinbart, oder man hat es gut vereinbaren können, dass das alles unter den Hut zu bringen. Man ist halt natürlich von Juli, hat es immer so ein Sommercamp gegeben mit der Nationalmannschaft. Also quasi von Ende Juli bis April ist man dann schon sehr eingeteilt. Aber ja, man hat sich halt den Beruf ausgesucht. Also man darf nicht jammern. Aber es ist schon sehr zeitintensiv. Das kann man halt nur als Profi machen. Ja, danach warst du noch ein weiteres Jahr in Graz und hast für die U20-Nationalmannschaft von Österreich auch an der Bande gestanden. Komm aber direkt zum nächsten Standort. Ja, du bist dann in Zell am See in der zweiten Liga in Österreich erste Mal
Cheftrainer einer Seniorenmannschaft geworden. Wie kam das zustande damals? Cheftrainer in Zell am See war so, bevor ich Cheftrainer geworden bin in Zell am See, hatte ich mir mal ein Jahr Auszeit gegönnt vom Eishockeysport. Hab da in Österreich quasi bei einem Radiosender, bei Antenne Kärnten, das Marketing übernommen. Ja, habe keine Ahnung von Radio, kann maximal ein- und ausschalten, aber wie gesagt, man hat sich das alles gelernt. Ich war so zu dem Zeitpunkt, da habe ich mit Eishockey wenig zu tun gehabt, war nur in Villach als wenig Skills-Coach, habe mit den Verteidigern gearbeitet, aber keine Mannschaft über. Ja, dann ist Zell am See auf mich zugekommen, ob ich nicht Interesse hätte, wieder ins Eishockey-Geschäft einzusteigen. Habe dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen bezüglich dem Radiosender, dass es doch mein großer Traum ist, im Hockeysport zu sein, obwohl es der andere wieder so ein fixer Job gewesen wäre auf Lebzeiten. Aber wie gesagt, ich will sehr viel Erfahrung sammeln. Und so ab dem Zeitpunkt war ich quasi dann hauptsächlich nur beim Eishockey tätig. Ich war nur ein paar Monate, ich glaube, vier Monate, wo ich dann quasi eine Semi-Profi-Mannschaft als Headcoach übernommen habe. Ja, laut Statistik hattest du 2016, 2017 auch keinen Verein, bist dann aber 17, 18 nach Hamburg gegangen. Wie war die Erfahrung für dich, in der Oberliga Nord Trainer zu sein? Die Oberliga Nord als Trainer zu sein, ich habe mir, wie gesagt, den Weg eingeschlagen, dass ich Headcoach wäre. Es hat eh sehr lange gedauert, bis sich irgendwas aufgetan hat. Ja. Wie das zustande gekommen ist, ist durch einen Schubi von Hamburg. Ich war im Endeffekt das letzte Teil des Puzzles, was noch gefehlt hatte, damals bei den Hamburg Cockerels, und habe so, glaube ich, im Mai oder Mitte Juni erst unterschrieben oder zugesagt, dass ich dann quasi nach Hamburg komme mit einer fixfertigen Mannschaft. Und ja, es war sehr gute Erfahrung. Ich sage mal so, in der Oberliga bist du sehr viel auf dich alleine gestellt. Ich war dort komplett alleine, ohne Assistant Coach, ohne irgendwas. War nicht so einfach, weil man war ja sehr verwöhnt in Hamburg die Jahre zuvor. Die Ausländer, Mitchell und McGovern wirklich und Schube und sie wirklich gute Leistung gebracht hat. Nur das Jahr, ja, was soll ich so sagen, sehr viel Verletzte, Dauerverletzte, Spiele mit 10, 12 Leuten zu spielen, war halt nicht sehr angenehm. Und wie gesagt, wir sind dann quasi dann aus der Playoff, aus den Playoff-Rängen rausgerutscht, komplett schon. Das war ja dann schon zu Weihnachten, wo Herner ja schon, keine Ahnung, 20 Punkte vor uns war für einen fixen Platz. Also im Endeffekt musste man einfach die Spiele über die Bühne bringen, so gut wie möglich. Das Gute war zu dem Zeitpunkt, es waren einige Derbys, wo noch Timmendorf dabei war, Rostock, diese Sachen. Also es war schon Derby-Charakter, aber im Endeffekt ist es fast zwei Monate um nichts mehr gegangen. War nicht so einfach, aber wie gesagt, Gute, wie ist der Norden, weil ich hatte noch nie Kontakt überhaupt zu Deutschland in der dritten Liga, wie die überhaupt ist, und ja, wie man jetzt schon sieht, wird es immer besser. Ja, 2018, 2019 bist du dann zum Herner e.V. gekommen, war leider nur ein Kurzintermezzo, weil du in der Vorbereitung an Krebs erkrankt bist, aber wie schätzt du generell die Zeit in Herner ein und wie kam es, dass du überhaupt nach Herner gekommen bist? Eigentlich hätte ich in Hamburg nur ein Jahr sagen brauchen zur Vertragsverlängerung. Wollte noch ein wenig warten. Ja, wie die zustande gekommen ist, man hat sich halt erkundigt, man hat sich halt irgendwie kennengelernt, und Jürgen Schubert ist dann auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich verfügbar bin. Er hat gute Sachen von mir gehört. Ich war beim Jürgen oder in Herne im April, haben wir ein paar Tage eingeladen,
Ja, und dann anschließend hat man das mit der Vertragsunterzeichnung fix gemacht und dann halt quasi dann die Mannschaft zusammengestellt, dann mit Jürgen die Saison vorbereitet. Ja, durch das Starten. Also ich war sehr positiv überrascht, wie es wieder von Hamburg nach Herne wieder besser geworden ist mit Betreuern, mit dem, mit das. Also es war wirklich sehr positiv, hat mich wirklich gefreut auch auf das Jahr, weil wirklich gute Spieler auch da waren. Ja, aber wie gesagt, leider ist was dazwischen gekommen. Aber ja, ist so. Ja, da kommen wir jetzt zu den letzten beiden Stationen. Halle und Selb hatten wir ja gerade schon angesprochen, deswegen überspringen wir das Ganze einfach mal und kommen jetzt zu den Fanfragen. Eine Fanfrage, die wir bekommen haben, was du eigentlich gerade schon beantwortet hattest, ist: Wie war deine Zeit in Herne? Aber hattest du ja gerade schon beantwortet. Wie gesagt, zu Herne noch positiv, weil durch meine Krebserkrankung muss ich mich noch immer 1000 Mal bedanken beim Marienhospital, dass die so wirklich, dass es auch noch in Herne ist, wo wirklich eine top-urologische Abteilung ist im Marienhospital. Man glaubt ja kaum, dass es jetzt unter Anführungszeichen in Herne ist. Aber wie gesagt, ich kann mich nur 1000 Mal bedanken, auch für meinen Urologen in Herne und beim Marienhospital, dass die wirklich bezüglich meiner Krebserkrankung. Ja, die zweite Fanfrage ist: Würdest du heute gern nochmal bei Olympischen Spielen an der Bande stehen? Oder spielen? Spielen vielleicht nicht mehr, aber an der Bande stehen definitiv. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, noch einmal mit 51 Jahren zu spielen, vielleicht gibt es ja so eine Oldtimer-Olympiade, wo man teilnehmen kann. Ein Riesenerlebnis für jeden Sportler, egal ob es jetzt Sommer oder Winter ist, man lernt so viele neue Leute kennen. Aber wie gesagt, vielleicht ist mein Ziel einmal wirklich mit der österreichischen Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen an der Bande zu stehen, aber schauen wir mal. Ja, die nächste Frage, die wir bekommen haben, ist: Wo hast du in deiner Karriere am liebsten gespielt? Ja, am liebsten war definitiv meine Jahre bei den Kölner Haien, weil wir wirklich auch sehr erfolgreich waren. Wir sind ja gleich im ersten Jahr DL-Meister geworden, dann Vizemeister. Also die Stationen haben mich sehr geprägt, speziell und natürlich in meiner Heimatstadt als Spieler in Villach, wenn man waren mit Meistertiteln, Finale. Man erinnert sich eher an die positiven Seiten immer, wo man am liebsten war. Aber wie gesagt, Köln und Villach waren. Ja, die nächste Frage ist: Was ist dein Ziel als Trainer? Wo möchtest du als Trainer landen? So allgemein oder für die Zukunft? Allgemein. Einfach möchte mich einfach weiterentwickeln. Als Trainer immer am besten, aber wie gesagt, möchten wir einmal in der Oberliga einmal etablieren, einmal mehr dazulernen und dann schauen wir, wo der Weg dann hinführt. Ich glaube, in der Oberliga zu coachen verlangt auch immer mehr ab. Es ist nicht mehr so, dass man zwei Kisten Bier reicht und sagt, spielt schon. Sondern die Spieler wollen auch immer mehr gefordert werden vom taktischen, vom körperlichen her. Aber wie gesagt, dann schauen wir, was kommt. Also wie gesagt, ich will ja nichts pushen, aber schauen wir mal, dass wir ein gutes Jahr nächstes Jahr mal haben. Ja, was war bisher dein Highlight in deiner Karriere, dein persönliches? Ja, natürlich die ganzen. Ja, wie gesagt, mein persönliches Highlight als Spieler war definitiv 94, 95. Die Meisterschaft mit den Kölner Haien, zudem auch noch das erste Jahr DL und damals noch zu dem Zeitpunkt als Ausländer, also als richtiger Ausländer, weil damals hatten wir nur zwei, geht schon in die Geschichte ein, auch aus dem Aspekt, weil wir ja als Grunddurchgang Sechster gestartet sind, ja, und jede Playoff-Runde quasi auswärts begonnen hatten, ja, und das war halt dann im fünften Spiel in Landshut auswärts, glaube mit 4-0 gewonnen, ist schon ein Highlight, und dann die Feiern in Köln, also das vergisst man nicht so schnell. Wir hatten jetzt
vor kurzem unser 30-jähriges Jubiläum in Köln. Ja, die ganzen Meistertitel, Nationalmannschaft, aber wie gesagt, Köln und die Meistertitel in Österreich sind schon die Highlights, auch wieder eine Karriere begonnen hat mit Kanada gehen, hin und her, das vergisst man nicht, weil man immer ja sehr erfolgreich war, auch in meiner Juniorenzeit. Aber Kölner Haie ist Top 3, wenn nicht der Erste. Ja, die letzte Fanfrage ist, was wäre dein Traumverein als Trainer? Das ist eine gute Frage. Wenn dann irgendwo vielleicht in Europa, kann man vorstellen, die könnte man schon vorstellen, irgendwo in der DL Headcoach zu sein. Ich glaube, welcher Verein? Wisst ihr jetzt nicht? Ich würde nicht sagen Kölner Haie, weil Kölner Haie ist immer so ein Schleuderstuhl. Man weiß es nie, irgendwo in der ersten Liga. Wäre ich nicht so wählerisch momentan als Trainer. Egal, also NHL, natürlich brauchen wir nicht reden, wenn NHL irgendwo Fuß der Highlight, aber so ein Lieblingsverein hätte ich nicht. Ja, vielleicht kommen wir wieder nach Herne. Spaß, man sitzt immer zweimal. keine Ahnung, einfach nur gesund bleiben, einen guten Job machen. Dann kommt irgendwas, was kommen soll oder muss. Ja, kurze Zwischenfrage noch. Was ist dir denn lieber gewesen bisher in deiner Karriere? Spieler sein oder Trainer sein? Definitiv Spieler. Weil als Spieler, ich weiß, wie die Spieler denken. Als Spieler kommst du in die Halle, dein Training wird dir vorgegeben, dein Fitnessprogramm wird dir vorgegeben, du brauchst nicht viel denken, dann musst du deine Leistung abfahren und das hängt ja von dir selber ab, ja, welche Leistung du geben willst, ja. Aber als Trainer bist du den ganzen Tag nur am Tüfteln beim Zusammenstellen, welches Training, mit wem machst du Video, welche Taktik. Also wenn ich das sagen kann, Spieler, und ich sage auch zu allen Spielern, spielt so lange wie möglich und werdet nicht Trainer. Es ist, wie man weiß, ein Schleuderstuhl. Natürlich, ja, der Trainer ist immer so viel abhängig, wie deine Mannschaft ist und wie behandelst du sie. Im Endeffekt bist du abhängig von deiner Mannschaft. Und als Spieler bist du abhängig von den Jungs, die was neben dir sitzen. Und das kannst du viel mehr selber entscheiden als Trainer. Als Trainer am Spieltag, ja, wenn 5 Spieler schlecht drauf sind, sind ja die Hände gebunden. Und, ja, und dann stehst du draußen und wirst ausgeputzt, egal wo, und beschimpft. Aber ich tue nicht rumjammern, wir haben uns das ausgesucht, als Trainer zu sein. Also, da stehen wir auch durch. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten. Deine Lieblingsstadt? Hamburg. Lieblings-Eishockey-Verein? Es sind Villach und die Kölner Haie. Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja, normalerweise was Österreichisches, aber wie gesagt, ich esse auch gern, ja, bayerische Küche, also Schweinsbraten, Knödel, Sauerkraut, ist auch ein Favorit. Lieblingsfarbe? Blau. Was ist deine größte Macke? meine größte Macke ist, glaube ich, dass ich teilweise zu ehrgeizig bin. Hast du einen Lieblingsfußballverein? Nichts Bayern. Wenn dann gehe ich allein. Ich kenne keine Spieler, aber ich liebe die Atmosphäre. Das ist der BVB. Ja, Stichwort Olympische Spiele. Ja,
Muss man gesehen haben und dabei gewesen sein. Villach. Meine Heimat. Deine Lieblingsmusik. Boah. Hitparade, Charts, Spaßmusik. Hobbys. Golfen. Ja, Herbie, das war's schon. Wir bedanken uns bei dir. Bleib gesund. Bis bald mal. Ja, gerne. Ja, das war Folge 8 von Eishockey-Spezial 100% Eishockey, der Talk. Ja, wir bedanken uns dafür, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt und uns die Treue haltet. Ja, der nächste Gast steht noch nicht fest. Das werdet ihr dann auf Facebook und Instagram erfahren, wer es wird in den nächsten Tagen. Über eine kleine Spende würden wir uns auch wieder freuen. Den Link findet ihr wieder in der Infobox. Und ja, das war's dann auch für heute. Danke, ciao.